Hallo zu einer weiteren Folge Photoshop in 30 Sekunden. Heute geht es um das Thema, ein Foto in eine Zeichnung verwandeln. Als erstes werde ich die Hintergrundebene duplizieren, indem ich sie auf das neue Ebenensymbol ziehe. Dann lege ich eine Korrekturebene an mit einer Farbton-Sättigung-Ebene und setze die Sättigung auf minus 100. Als nächstes wähle ich wieder die duplizierte Ebene an und stelle die Füllmethode auf farbig abwedeln. Als nächstes muss die Ebene invertiert werden mit Command und I oder am Windows-Rechner mit Steuerung I. Dann gehe ich auf Filter, Weichzeichnungsfilter und nutze den Gaußschen Weichzeichner. Und jetzt seht ihr schon, dass daraus eine schöne Zeichnung wird. Und je nachdem, wie hoch ihr jetzt den Radius einstellt, umso doller wird dieser Effekt. Ich wähle jetzt hier mal einen Radius von 6 Pixeln und drücke OK. Als nächstes können wir noch eine Tonwertkorrektur anlegen und den ganz linken Regler weiter nach rechts schieben und damit etwas mehr Kontrast erzeugen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt gerne einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal für weitere Videos. Bis dann, ciao.